Ich meine, die Schleichprobe ist ja zwar gepatzt, das ist natürlich jetzt ganz schlecht, aber grundsätzlich muss sie ja noch ziehen. Ja, ich ziehe. Moment. Das Tolle ist, dass du nicht bei 10 Metern oder sowas knackst, sondern bei 20, weil es ein Patzer ist. 4 Meter darfst du noch? Ja, komm näher. Sehr gut. Weiß ja IT nicht, dass ich knacke, deswegen weiter. Ja, doch, Nee, dann das hören jetzt kommt drauf an, quasi dass du alle. weißt, dass du knackst, aber dann ist es schon die Runde, finde ich, vorbei, Ja. Genau, genau. Rodrigo, Radijan. Ja, Rodrigo zum Fang, dann mache ich. Ja, los. Rodrigo und seine. Rodrigo gibt Handsignal, dass die Samu-Jins mit ihm kommen sollen. Also seine hier. Er will ganz gerne sich auch schleichenderweise bewegen. Er möchte sich ganz gerne hier hinbewegen. Ja, schleichen. Also, Ich ziehe jetzt mal schnell hin. Wascher musste jetzt 20, alle anderen dürfen 20. Genau, ja, ich werde jetzt dorthin ziehen. Also ich will sowieso nur dorthin ziehen. Also auch wenn ich jetzt Ja, Wasser habe, ziehe ich alles trotzdem. okay. Ja, okay. Weil ich ja vorher ziehe, bevor ich Richtig, ja. manövriere. Schleichen hast du gesagt. Da. Ja. Redigian, was willst du tun? Brindijan gibt an den nächsten, also Kasim weiter, beziehungsweise seine Samuro-Jins, die umschleichen sie mit Yalan und zieht dann auch hinter Yalan her. Gut, dann sind jetzt die Samuro-Jins dran. Und zwar alle anderen, die noch nicht gezogen haben. Die sind schon durch, die sind durch. Dann kannst du die von Brantijan mitnehmen. Was ist mit den anderen? Drei, Meine zwei, sind ich. Fernkämpfer, die bleiben erstmal hinten. Meine hätte ich an Rodrigo sozusagen erstmal abgeordnet für das Kommando, weil ich nicht will, dass sie mir beim Schleichen verkacken. Dann hätte ich die auch Okay. mitgenommen. Dann Ja. kommen die auch mit zu mir. Ja, dann haben wir noch die von Ephedaios. Die schleichen mit mir zusammen. Okay. Hier in das Gebüsch. Ja. Gut, dann sind jetzt die Kamordgardisten dran. Einer hatte schon geschossen und vorgezogen. Er fällt jetzt ins Nachladen. Hier ist ein weiterer mit Kurzbogen, der schießt jetzt in Richtung von Wascher. Hier ist einer, der schießt auf Wascher und er schießt auf Wascher. Sind drei Kurzbogen, die auf die 15 treffen, beziehungsweise die 11 wird wohl nix in dem Chaos, aber die 8 und die 4 treffen. Kann ich ausweichen? Das ist eine Ausweichenprobe gegen Fernkampf, aber du hast das Knacken gehört, die haben dich knacken gehört, du rechnest also damit, du guckst dem Pfeil ins Gesicht. Ich weiß gerade nicht, wie die Erschwernis ist, ich glaube 8, oder? Glaube auch, aber gib mir eine Sekunde, ich guck kurz nach. Hm, 8 gegen Fernkampf. Dann kannst du schon mal 2 W20 schmeißen, wenn du ausweichen möchtest. Das ist schon mal nicht ausgewichen. Der Da hat den hilft zweiten gar Trupp nichts noch und da mehr. bringt das gar nichts Du mehr. kannst den zweiten natürlich noch ausweichen. Nö. Spickt mich. Einmal 7 und einmal 10. Dann ist die Kamordgarde durch. Die anderen nehmen Aufstellung. Ihr könnt das weiter rascheln hören und zwei weitere werden sichtbar, die ebenso mit dem Kurzbogen in Richtung von Kasim zielen, weil das ist irgendwie weiß und das hat irgendwie da gekruschelt und geraschelt und der hat sich gerade hinterm Baum verstecken wollen. Meine Wollen wir. Verstecken ist gelungen. Ja, genau, aber du warst eben noch sichtbar. Ja gut. Aber wenn der Baum in der Schusslinie ist, das ist das Ziel momentan. So, dann guck mal, Myria. Auf was schießt Myria? Hast du da schon mal nachgeguckt? Ich lass mal. Was denn das jetzt sagen? Ja. Ganz kurze Frage noch. Ich habe momentan, sind ja meine Attribute gesenkt. Das heißt, ich habe eine Konsti von 9. Geht dadurch auf meine Wunschwelle dann automatisch runter? Warum hast du eine gesenkte, also warum hast du gesenkte Konstitution? Hier steht ja auf jeden Fall blau die Zahl in My Fantasy Grounds. Ich weiß auch nicht, warum die blau ist. Das hattest du letzte Woche so eingetragen. Ich Das habe war das von jetzt der Krankheit nicht. noch. Das war von der Krankheit So. noch? Ja, okay, dann kannst du die Ich Krankheit gucke die wieder ganze rausnehmen. Zeit auf niedrige Attribute, sehe ich gerade. Also auf Ja, Gewandtheit da kannst und du, egal. also das war in diesem Fall egal, die Gewandtheit und Konsti, aber du kannst die Konsti wieder normal machen, weil keine Krankheit mehr triggert ist. Die hast du losgeworden. Bist du losgeworden. Ich lasse mal einfach mal Geron schießen und in der Zeit kann Myrias Werte. Okay, der trifft.
Also ich hätte Myria einfach zusammen mit Geron an Kasims Fernkampfkontingent übergeben. Gut, dann muss Kasim sich darum kümmern, der hat eben gerade nichts gemacht. Dann steckt auf alle Fälle eine der Pfeile vom Echsenbogen in Black Bolgar. Da könnt ihr einfach mal 3 plus 4 sind 7 Schaden auf Black Bolgar könnt ihr geben. Rüstungsschutz ist 2, könnt ihr dann abziehen, also sind das 5 Damage. Hat Diala nicht Botkin-Spitzen auf seinen Pfeilen? Das, meine Pfeile haben Plattenbrecher, so. Ah, okay. So, Wascher hat er schon gezogen, Elfadarius hat schon gezogen und Yalan hat auch schon gezogen. Dann ist die nächste Kampfrunde, Rodrigo ist dran. 3, 2, 1. Rodrigo rennt los zum Sturmangriff. Ja, kannst du gerne würfeln, kannst auch gerne deine Samurajins mitnehmen. Ich habe die Schwelle von 4 einzutragen. Hat aber anscheinend geklappt. Der Angriff würde theoretisch gelingen. Der Mann ist im Nachladen. Was tut er, wenn ein anstürmender Rodrigo auf ihn zurennt? Er lässt seinen Kurzbogen fallen, würde schnell ziehen, das kann der auch. Und würde versuchen, eine Parade zu machen. Aber in meiner Attacke, wenn ich nicht die Attacke mache, kann er nicht handeln. Das war doch so, das hast du doch gesagt. Das muss man kurz vorher ansagen, oder nicht? Oder mitten, kann er mitten im Sturmangriff sagen, ich ziehe jetzt vor? Wenn du sagst, du möchtest jetzt Sturmangriff machen, dann kann er das ja sehen, wie du aus dem Gebüsch rausspringst, ja. Okay, dann... Ja. Da, also da ist ja eine Initiative hoch genug, genau. Da kann er auf alle Fälle noch reagieren, wenn er das sieht. Er pariert einmal. Schafft er sogar. Kamot gar, ja, das ist richtig, ne? Ja, genau. Das sind auch Sturmangriff, oder? Du kannst Sturmangriff machen, wie gesagt, auf die 15 Sonderfertigkeiten kannst du den quasi geben, wie du willst. Geschwindigkeit ich nimmst du einfach mal... Okay. Ja, ist genehmigt, dafür hast du sie. Armes Würstchen. Eine 20 muss ich nachwürfeln? Nur eine 15. Also die haben alle eine Attacke. Achso, du würfelst nur eine Attacke für die, okay. Genau, eine Attacke auf die 15. Und die machen dann den Schaden, der gegeben ist. Dann würfel ich jetzt 2W20 für den ersten Pulk und den zweiten Pulk. Genau. Und natürlich auf die 11, weil es ja erschwert auch für die. 8 Treffer. Ich würde sagen, das ist gesplattert. Ja, Schaden müssen wir nicht auswürfeln. Beschreib die Szene, wie du ja, also gemeinsam mit deinen Samurajins. Leutnant Rodriguez rennt hin und hat ein wenig sozusagen die Kurve mehr nach rechts geschlagen und sich ein bisschen auf die Seite rechts gestellt, um dann eben sozusagen den Sturmangriff zu machen. Er hatte schon befürchtet, dass der Mann vielleicht schneller ist und die Waffe noch gezogen bekommt. Das hat er tatsächlich geschafft. Und hat dann eben sozusagen die Gunst der Stunde genutzt. Hat die Waffe mit sich selber ein Stück weit zur Seite gerissen. Der Mann, etwas überstaunt über die kräftige Kraft von Rodrigo, dreht den Samurajins die Seite zu. Und dann kommen sie angerannt. Und man sieht nur noch, wie acht Schwertspitzen ihrer maraskanischen Schwerter sich in die Seite des Karmot-Gesetzes bohren. Ein oder zwei werden vielleicht durch die Rüstung blockiert, aber der meiste Teil geht durch und stößt ihn tödlich in die Achselhöhle, in den Oberkörper und einer sogar in den Hals. Röchelnd fällt der Mann einfach nur wie ein nasser Sack zu Boden von den vielen Schwertspitzen, die ihn durchbohrt haben. Wahrscheinlich hat er noch mit seinem Nachtwirt den nächsten Anlaufenden auch noch pariert, aber bei 7 Samurajins, die auf ihn, das ist völlig egal, genau. Dann hast du deine vorgezogen, Brindijan. Brindijan hält sich weiter an Yalajin. Ja, dann ziehe ich wohl erstmal vor, wenn es vorwärts geht. Wir schleichen noch ein Stückchen weiter. Wir schlagen eine leichte Rechtskurve, damit wir näher an die Hafarias rankommen, aber halten uns noch verborgen, bis wir in Position zum Angreifen sind. Kasim, du musst jetzt handeln. Ja, Kasim, wie weit kann ich vorrücken, dass meine Samurajins trotzdem noch schießen können? Die können auf 20 Meter können sie den Fernkampf benutzen. Kann ich vorher noch mit denen vorwärts gehen? Du hast eine Aktion. Du kannst dich positionieren oder du kannst halt angreifen. Na gut, die sind alle weiter weg als 20 Meter da vorne. Dann heißt vorrücken auch 20 Meter? 20 Meter. Nehme ich Geron dann mit? Geron sitzt oben auf dem Baum, für den würfel ich einfach. Myria kannst du mitziehen, wenn du willst. Ja, gucken. Ah, da oben. Kann aber auch von hier aus schießen, wenn du das brauchst. Also Myria kann von hier aus schießen? Ja, dann soll sie schießen.
geht. Ja, die hat ja diesen Echsenbogen mit den elfischen Werten. Ja, genau. Also möglichst so hier hin. Ja, dann beweg dich. Dann sind die Elfer durch. Okay. Diese Murojins müssen jetzt handeln. Das sind quasi die von Elphadaios. Die sind jetzt dran mit. Du musst jetzt mit deinen musst du handeln. Elphadaios muss noch nicht, aber deine müssen. Okay, dann schleichen die jetzt hier vor. Ja. Gelingt. Ja. Dann ist die Kamortgarde dran. Jeder normale Mensch würde das nicht tun, wie darum tut es trotzdem. Sturmangriff auf einen der hier. Belzenor kann schießen. Und zwar auf Kasim. Der läuft jetzt nämlich dann offen auf diesen Platz. Hier ist auch nochmal ein Kurzbogen. Der kann auch nochmal auf Kasim schießen. Dann geben wir da einfach mal. 1, 2, 3, 4. Dann kommen hier 4 Sturmangriffe. Mit dem 5. von Vidarum. 5 Stück. Und 2 Kurzbögen auf Kasim. Machen wir erstmal die 2 Kurzbögen. Das ist nicht getroffen. Und jetzt 5 Sturmangriffe. Die treffen auf die 18. 1, 2, 3. 3 Stück. 3 Sturmangriffe. Ist das hier am Attacke mit 22? 18. Denkt dran, Sturmangriff wäre 4. Sturmangriff. Ja. Die 14 treffen die dann. Genau, 13, also 11, 5. Das sind 3 Stück, die treffen. So, ich hab. Entschuldigung, ich hab was Falsches verstanden. Ich habe auch 18 gehört, sorry. Also sie treffen, also ihr Attackewert mit dem Nachtwind ist eine 18. Schwert um 4 sind dann 14 und dementsprechend 13, 11 und 5. 2, 3. Entschuldigung, das war einer zu viel. Den letzten nehmen wir raus. Dann gib doch mal bitte der Einheit von Wascher. Die 4 Samurojins, die bekommen jetzt den Rüstungsschutz, ist immer 1 für die, weil das nicht die Einheiten von Yalan sind. Einmal 5, einmal 7 und einmal 9. Also mit dem Rüstungsschutz abgezogen 4, 6 und 8. 18. Jo, kannst du abziehen. Da wird wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich jetzt ein Samurojin, der umfällt. Gucken wir uns nachher an, wer da so überlebt. So, dann sind die Kamortgardisten durch. Die beiden Kurzbögen haben nicht getroffen. Wascha ist dran. Wascha liegt am Boden und schreit. Nee, ich hab doch meine Selbstbeherrschung geschafft. Selbstbeherrschung misslungen? Nein, ich hab doch runtergeschrieben in der Körperkraft. Ich hab auf einen 9 gewürfelt, hab einen 10 gewürfelt. Ich hätte aber auf eine 11 werfen müssen, weil ich die Krankheitsscheiße noch drin hatte. Ach so. Okay, dann hast du es geschafft. Ja. Kannst du denn... Hast du daran gedacht, dass deine Wunschwelle für Bögen um 2 gesenkt ist? Nee, Bögen verursachen einfach nur bei K.O. halben einen Schaden. Also nein, das stimmt nicht. Nein, Wunschwelle ist gesenkt. Da hat er recht. Ist egal, du kannst auf alle Fälle stehen bleiben, wenn du willst. Tut natürlich trotzdem weh. Das mit der Wunschwelle ignorieren wir jetzt einfach mal, aber ja, die Wunschwelle ist gesenkt um 2 Punkte. Trotzdem wird das keine zweite bzw. dritte Wunde werden. Also, die haben nicht so sehr viel Schaden jetzt ausgewürfelt. Dann kannst du prinzipiell weiter handeln, wenn du willst. Ich würde gerne immer noch den ich assassieren wollte, immer noch assassieren sozusagen. Okay, hier. Den, genau. Ja, dann mach deine 20 Meter. Ich würde schaffen mit 20 Metern, glaube ich. Dann geh ran. Hat gerade seinen Bogen in Richtung von Kasim abgeschossen. Jetzt läufst du an, springst durch das Gebüsch auf ihn zu. Genau, wären auch nur 12 Meter, das heißt, ich hätte im Prinzip auch noch... Ja, dann kannst du dich quasi auf ihn zubewegen, rennst einmal an und dann musst du noch eine Attacke auf, ich glaube, raufen mit deinem Dolch, ne? Ich wollte eigentlich meucheln, also wollte ich eigentlich schleichen, kann ich nicht auch schleichen. Dann mach mal eine Schleichenprobe und dann kannst du ihn in nächster Runde meucheln, wenn das gelingt. Mach mal eine Schleichen und eine sich verstecken, damit du wieder im Gebüsch abtauchen kannst. Beziehungsweise abgetaucht bleibst. So, dann machen wir nach Wascha, ist auf der Initiative-Leiste Elphadaios. Der muss noch handeln. Ich schleiche zu meinen Samurojin. Ja, Schleichenprobe. Das ist einmal da und einmal da, Elphadaios. Dann ist jetzt Yalan dran. Ich hatte doch schon vorgezogen. Du hattest vorgezogen. Dann, Elf, Rodrigo muss handeln. Die Kamortgardisten ziehen vor. Die Kamortgardisten... vorziehen. Okay.
Richtig, Feuerhandlung an Brindisian, kümmere dich um den Wagen. Dann richte ich mich auf, recke mein Schwert in Richtung unseres Ambosses, den Rodrigo darstellt, und blase zum Angriff. Zum Angriff, alle Mann. Ja, warte, nur du. Deine Samurajins sind noch nicht an der Reihe, nur du darfst vorziehen. In dem Fall nur ich, reicht mir. Dann laufe ich denen voran, brüllend und schreiend, und greife mal an, Sekunde. Vielleicht, wenn du Rondra brüllst, triggert die das noch. Ja, aber ich möchte nicht sterben, also. Ja, hallo, kritischer Treffer. Ich würfel mal kurz ran. Nice. Mit deinem Verstecken ist er nicht ahnungslos, aber du greifst ihn dann von, also du darfst ihn dann von hinten angreifen. Das ist also keine minus 8, sondern nur eine minus 5. Okay. Wenn jetzt gleich Wascher wieder dran ist. So, du machst jetzt, wie viel Schaden? Anderthalb Händler? 8? Achso, kritischer Erfolg, doppelter Schaden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann so nicht mehr durch den Sturmangriff? Plus 4 sind 12. Was 8 sind, was hat normalerweise Geschwindigkeit 8, richtig? Normalerweise ja. Okay, also habe ich halbe Geschwindigkeit plus 4 sowieso vom Sturmangriff. Also nochmal 8 oben drauf. Okay, sind 16. 32. Wird 32, ich. Ja, dann beschreib doch mal bitte die Szene für Arkanar Sharak. Yalan steht aus dem Busch auf, richtet das Schwert nach vorne, brüllt nochmal zum Angriff und stürmt den noch nicht ganz vorbereiteten Samurajins her. Kommt von hinten auf die 4-5 Kamadgardisten zu, die bereits mit unserem Amboss bei Rodrigo beschäftigt sind. Und rammt dem ersten das Schwert von hinten zwischen die Schulterblätter, dass es ihn 2-3 Schritte nach vorne zwischen die Samurajins stolpern lässt. Und steht dann da. Gut, dann ist die 22 mit Yalan durch. 16, die Kamadgardisten ziehen vor. 3, 2, 1. Nein. Die Samurajins können nicht. Dann dreht sich jetzt wiederum hackt hier auf ein. Vameyum kann aber noch hier einmal auf Yalan. Der, du hast keine Rüstung an, der macht einfach die 18. Das ist okay, das reicht ihm. Nachtwind. Müsste ich vielleicht noch frei ausweichen. Ausweichen? Kannst du nur frei ausweichen, weil Sturmangriff. Sag ich ja, frei ausweichen. Das geht auf Paradebasis, ja? Mach mal. Dann verlierst du trotzdem Initiative und bekommst 10 Schaden ins Gesicht. Was eine Wunde wäre. In den Torso, ein W6 hinterher. Sehr gut. Okay. Dann nehmen wir. Immerhin hast du gewürfelt, das ist gut. Ja, nee, wir nehmen deinen, weil deiner als erstes drinnen lag. Also immer der zuerst liegt. Nicht meiner oder deiner, sondern ne? Deiner. Gut. Sekunde, ich verliere erstmal 16, das ist 35 minus. Genau, Rüstung wirst du wohl nicht anhaben. So, jetzt haben wir hier noch wiederum 1, 2, 3 auf die von Wascher. So. 1, 2, 3. Das sind auch 3 Treffer. Haben die jetzt eigentlich auch schon mal angegriffen, meine? Bisher ja, die haben zusammen mit denen von Rodrigo geschnetzelt. Hast du dran gedacht, dass die doppelten Schaden machen, was du gesagt hast? Ja, der eine wurde sowieso zerschnetzelt, da war der Schaden. Den Schaden haben wir bisher noch gar nicht ausgewürfelt. Weil das ist ja das, was meine als Boni haben. Ja, genau, das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Ich habe schon wieder viermal gewürfelt, sind nur 3. So, dann einmal 8 Schaden, Rüstung ist abgezogen, einmal 5 und einmal 5. Also 18 nochmal. Ja, genau, auf die von Wascher. Diese hier. Dann sind diese Kamortgardisten alle durch. Dann sind Omoranius dran. Der lädt nach und würde ungezielt schießen wieder auf Kasim. Die anderen beiden zählen Wascher und sein Kollege dann als Kampfgetümmel, weil die quasi in direkter Sichtlinie stehen. Wenn du das möchtest, nehme ich die mit rein, ja. Dann wird aber auch Wascher vielleicht getroffen. Ich habe meine Schleichen und mein Verstecken und ich habe schon 2 Treffer riskiert. Ja, dann. Okay, dann Wascher will das nicht, dann ist es kein Kampfgetümmel. Sie schießen einfach. Moment, was hatte ich eben gesagt? 1. Achso, und er weiß ja auch nicht, dass du jetzt hinter ihm stehst. Du bist also quasi
wieder im Gebüsch abgetaucht, hast dich dann durch das Gebüsch geschlagen und wie eine Furie kannst du ihn jetzt von hinten anspringen. Wir gucken uns gleich mal an, was das wird, aber vorher kann er noch mit dem Bogen schießen, weil du nicht vorgezogen hast. Ungezielt auf H7. Hast du nicht gesagt, er lädt? Ja, einmal laden und einmal schießen. Kann ich jetzt noch vorziehen? Nee, musst du vorher sagen. So, jetzt mach. Hopp. Also. Ja, dann angreifen. Dann los. Dann musst du auch sagen, dass du vorziehst. Dann von hinten ist eine Erleichterung von 5. Mhm. Könntest du überlegen, ob du irgendwie eine Sonderattacke machen möchtest? Das heißt, wenn du jetzt dann durchziehst, ob du gegen seinen Kopf stechen möchtest? Mit einer 50% Wahrscheinlichkeit kannst du vielleicht auch noch doppelten Schaden machen. Also nach den Meucheln-Regeln hat sie eh dreifachen Schaden, wenn sie meuchelt. Ja, aber ja, sie meuchelt nicht, sondern es ist nur eine Attacke von hinten mit einer Erleichterung von 5. Ah, okay. Das heißt, ich könnte die Erleichterung einfach wieder aufwiegeln, indem ich zum Beispiel einfach eine gerade nochmal ansage. Genau, eine gerade 5 könntest du machen, richtig. Dann machst du 5 Schaden mehr. Und Würfel auf meinen normalen Wert. Okay, das ist zum Beispiel eine gute Idee. Okay. Du kannst auch prinzipiell zweimal zustechen, wenn du willst, weil du in dieser Kampfrunde noch... Das zweimal. Gut. Ich habe ja Kampfreflex, ich darf ja, ne? Richtig. So. Habe ich durch Kampfreflex beim zweiten erschweren? Was ist denn das für eine Attacke raufen? Ja, die Erschwernis ist 4 für den nächsten. Warum hat der jetzt gesagt, Probe nicht erlaubt? Keine Ahnung, würfel nochmal eine Attacke raufen, bitte. Gut, dann kannst du zweimal Schaden machen. Das erste Mal noch eine Modifier plus 5 auf den Schaden von deinem Dolch. Und das zweite Mal war kein Schaden, Zusatzschaden angesagt. Kannst mal gucken, was da so durchgeht. Genau, bitte auf den Schaden vom Dolch klicken, dann wird das nämlich immer automatisch verrechnet. Hab ich das doch. So, ich Schaden von Raufen, hast du gesagt. Du musst aber Schaden auf den Dolch machen. Der Dolch ist aber plus 1 und die 5 Schaden sind 11 beim ersten Mal und 4 plus 1 sind 5. Was ist denn bei mir nicht eingetragen? Was? Das weiß ich nicht. Gut, dann hätte ich jetzt einfach, ja, 6 plus 5 sind 11. Genau, Rüstungsschutz hat er 2, das heißt einmal 11 minus 2 sind 9 Schaden, die er kriegt. Und einmal 5 minus 2 sind 3 Schaden. Ganz kurze Frage noch, kann ich eigentlich auch 2 Sonderfertigkeiten ansagen? Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte auf dem Kopf plus eine gerade, geht das auch? Das geht auch, ja. Okay, nur fürs nächste Mal, gut. Aber Angriffe auf den Kopf sind natürlich auch erschwert. Ja, das weiß ich, aber dann hätte ich ja mehr erschweren sein. So, Belzenor, der wird jetzt einfach mal nicht schießen, aber Omoranius muss noch, und zwar auf Kasim, das hatte ich angesagt. Fernkampfwert 15... Das würde er quasi schaffen. Kasim, möchtest du ausweichen oder irgendwas anderes tun? Versuchen auszuweichen, ja. Ja, frei oder gezielt? Macht das für mich in dem Fall einen Unterschied? Nee, oder? Also von der Probe her? Nee, ich glaube nicht. Aber du hast danach halt keine... Also eine Aktion fehlt dir dann auf alle Fälle. Ich versuche trotzdem gezielt. Wo steht ein Ausweichen? Im Kampfbogen? Oben Kampf, Ausweichen. Ah. Neben der Fernkampfbasis. Ja. Gezielt ausgewichen? Ja, mit der Erschwernis von 8? Nein, dann nicht mehr. Gut, dann bekommst du 6 Schaden. Wundschwelle reduziert um 2 Punkte. Wohin? Rechtes Bein. Rechtes Bein. So, dann hat die Kamot gerade vorgezogen. Die beiden. Ja, alles klar, auf dem Wagen sind nicht so wichtige Sachen, da ist nur Alkohol und irgendwas anderes. Er macht einen Sturmangriff. Jalan. Ich? Auf Jalan kommt ein Sturmangriff. Das ist nicht gut. Das schafft er. Das ist nicht gut. Kann ich nochmal frei ausweichen? Könntest du machen. Man hat zwei freie Aktionen, ja, in dem Fall müsste ich nochmal. Muss jetzt passen. Es passt nicht. Dann kriegst du nochmal Schaden reingedrückt. Ist aber nicht so viel in dem Fall, sind nur 9. Nur 9. Ist keine Wunde, das ist gut. Gut. Kamotgarde ist durch, die hat vorgezogen, Brindigian. Brindigian schickt jetzt seine Samurojin Richtung. Ja, gute Frage. Ja, Richtung Wagen schickt er den. Alles klar, deine. Möchtest du mitlaufen? Ich laufe dann hinterher. Ich glaube, zu dem Angriff kommen die ohnehin noch nicht. Doch, du hast 2 Aktionen im Gegensatz zu allen anderen. Ah, okay.
Dann sollen die auch einen Sturmangriff machen auf den einen, der da noch ist. Okay, einmal über den Wagen rüberhechten und dann Sturmangriff hin. Ja, das passt. Kannst du machen? Ja, oder? Ja, das passt. Dann kannst du den Sturmangriff würfeln. Das ist die 15, Schwert um 4. Ja, fantastisch. Klappt nicht. So, Kasim muss handeln. Seitdem Predigian wollte auch noch irgendwas selber tun, also kannst du auch natürlich selber Sturmangriff oder irgendeinen Zauber wie Blitz dich finden. Erstmal nicht, nee. Gut. Kasim. Kasim gibt seinem Samurodlins Anweisung, den hier anzugreifen. Tu es. Fernkampf. Ja, Fernkampf. Reicht. Auch die 15. Die verfluchte 19. Und selber möchte man sich schleichend in Richtung von dem hier begegnen, um dann in der nächsten Runde das gleiche zu machen wie Washer. Ja. Das ist eine Aktion für dich, du kannst auch noch eine zweite, weil du hast nur ganz normal zwei Aktionen. Ich habe gezielt ausgewichen. Ach so, richtig, stimmt richtig. Dann ist Rodrigo dran. Soll ich dir noch ein Schleichen würfeln? Wenn du möchtest, ja. Die sind auch ja, minus 5 in die verstecken? Rodrigo wird sozusagen mit zwei freien Aktionen hier rübergehen und wiederum mal angreifen. Alles klar, hau rein. Und wie abgelenkt, weil der vielleicht gerade auf Jalan gehaut hat oder so? Nicht auf, der ist mit den vier Samurajins beschäftigt, aber du kannst von hinten angreifen. Erleichterung 5. Dann setzen wir das mal in den Wuchtschlag 5 um. Hab ich mir gedacht. Dann kannst du zuschlagen, das sind zwei freie Aktionen. Wuchtschlag 9, ach komm, ich riskiere was. Alles klar. Wuchtschlag 9, Erleichterung 5 sind 4er Schwernis. Das eingetragen 4er Schwernis ist passt. Gelungen, trotz dessen, dass ich ein Schild führe, was mir natürlich die Attacke versinkt. Dann würde ich mir zwar einen Schaden um 9 erhöhen. Jo, hau rein. Und dann kannst du überlegen, was du mit der zweiten Aktion machst. Willst du umwandeln? Ja, nein, vielleicht? Nein, das habe ich nicht angesagt. Ich darf nicht einfach on the fly umwandeln. Ich habe also eine Attacke und zwei Paraden. Und ich habe ihm von hinten in den Rücken geschlagen. Und Rodrigo hat einmal sozusagen kräftig ausgeholt von der Seite und den Mann seitlich in den Rücken gehauen. Und ja, vielleicht sogar eine Niere getroffen. Auf jeden Fall dickes, dunkles Blut aus seiner Wunde, als Rodrigo die Streitachse wieder herausreißt aus seiner Seite. Und der Mann wahrscheinlich ziemlich stöhnt, als er 17 minus 2, 15 ganze, echte, volle, durchkommende Schadenspunkte frisst. Fast 1W6 Zusatz. Die Niere blutet aus. Dann ist Jalan dran. Da kommt also ein ganzer Schwall von Blut. Runde meine Samurajins geblieben. Ich hätte die gerne erst noch. Die darfst du jetzt benutzen. Gleich. Du musst jetzt mit der 14 erstmal vorziehen. Ich hab doch diese Runde schon. Ich hab nur zweimal frei ausgewichen. Dann sind jetzt deine Samurajins dran. Wir sind jetzt hier auf der 15. Die Kamotgardisten hatten die eben vorgezogen. Ja, die sollten doch direkt danach vorziehen. Ist auch egal. Ja, die kommen dann hinter mir her und rauschen hoffentlich in die Seite der Kamotgardisten. Genau, möchtest du, ja, genau. Ist dann ein Sturmangriff. Ja, Sturmangriff, alles klar. Treffer. Dann machst du, schauen wir mal nach, die haben mehr Rüstung. 1W6 plus 5 machst du an Schaden, genauso wie alle anderen. Bisher habt ihr nur nie getroffen. Oder der Schaden war irrelevant. Schaden können wir raushauen. Ich glaube, wenn vier Samurajins auf den hier einlaufen, dann ist der auch sehr, sehr schnell Matsche. Ja, hoffentlich laufen nur zwei auf ihn ein und die anderen beiden rauschen direkt weiter. Nee, das sind immer vier. Bisse. Die laufen nicht weiter. So, dann sind die 15 ist durch, die Kamut-Gedessen hatten vorgezogen, Wasche hat vorgezogen und der Fadaios wollte schleichen, ne? Ach richtig, deine Samurajins? Ja, richtig, genau. Die machen jetzt einen Sturmangriff auf den Vorwascher. Dann Würfel 15 minus 4 oder plus 4. Stimmt, die von Rodrigo dürfen auch noch. Die von Wascher dürfen auch noch. Okay. Was machen die an Schaden? 1W6 plus 5 habe ich oben reingeschrieben. Alles klar. Dann wir haben Geschwindigkeit 8 plus 8. 1W6 plus 13 ist es dann. Was mit Kasims Samurajin? Haben die schon diese Runde was gemacht? Ja, die haben daneben geschossen. Die haben daneben geschossen. Rodrigo und Washas dürfen noch.
Dürfen meine denn theoretisch auch in den Nahkampf gehen? Die dürfen auch in den Nahkampf, aber sie dürfen eben auch im Fernkampf operieren. Rodrigos, Waschers, Samurajins, die ich ja gleichzeitig führe, wollen sich aus dem Kampf lösen und ein paar Schritte rückwärts machen. Okay. Bringen die dann nicht Passierschläge rein? Würfel mal eine Parade auf die 15. Deswegen sage ich ja lösen. So, das ist was anderes, ja genau. Also das mit dem Lösen funktioniert so, dass man seine Feinde sozusagen jetzt hier versucht auf Abstand zu halten. Man versucht mit einer Parade, glaube ich, den Abstand zu vergrößern und genau, sie dürfen... Genau, Parade 15.